Dann beginnen wir mit dem letzten Talk für diesen Block im zweiten Tag des 35C3. Es geht um Kommunikation, um wertschätzende Kommunikation. Wir können gar nicht kommunizieren. Jede Handlung, jede Geste, jedes Wort, jedes bisschen Mimik kommuniziert irgendetwas. Und dadurch werden schnell Missverständnisse und dann eventuell auch Streits ausgelöst. Wie man jetzt das möglichst frühzeitig abfängt und durch eine wertschätzende, positive Kommunikation ein Gespräch positiv beeinflussen kann, das wird uns jetzt Ludger zeigen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, ich muss erstmal einen Disclaimer wegschicken. Ich bin etwas gehandicapt. Hier der tolle Bühnenmonitor zeigt mir die Slides nicht, deswegen kann ich nicht direkt mit euch kommunizieren und sozusagen, ich muss immer hier schielen und abgucken. Also das tut mir ein bisschen leid. Ja, also weiß nicht, ob die Anmoderation sozusagen ein bisschen zu viel verspricht. Also wie es besser gehen kann, der Untertitel heißt ja, in 4 Schritten in Kontakt kommen. Die Säulen ins Publikum, die liegen hier im vorderen Block an den Außendingern. Die habe ich vorher verteilt. Genau. Also das sind so DIN A4 Zettel. Genau. Bedürfnisliste steht da drauf. Ich habe 100 Kopien gemacht. Ihr dürft gerne zu dritt oder viert rausgucken. Ja, bei der Erwähnung von den Kopien, von den DIN A4 Zetteln, ich möchte gerne ein paar Übungen mit euch machen, also auch gerne was Interaktives. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Also durch 4 Schritte in Kontakt kommen ist der Untertitel und das ist sozusagen der Punkt. Also dass man, also nicht unbedingt, dass es ja besser geht, also was immer auch das heißen mag, sondern dass man in eine Verbindung tritt, in einen Austausch. Und das ist der Kerngedanke. So, ich starte mal. Wo muss ich hin? Beam, next, was, wer, wo, hier, hier. So, nächste Folie, bitte. Ah, sehr gut. Das möchte ich mit euch machen in der nächsten knappen Stunde. Kurz mal sagen, was ich bin und wer ich bin, warum ich jetzt hier stehe. Dann möchte ich euch die GFK, also die gewaltfreie Kommunikation, das ist die Abkürzung dafür, zeigen und also ganz kurz vorstellen. Und in einigen Kontexten wird die halt auch als wertschätzende Kommunikation bezeichnet und deswegen habe ich den Titel Wertschätzend kommunizieren gewählt. Der Erfinder ist Marshall Rosenberg, dazu sage ich auch mal kurz was, wer das ist. Dann stelle ich die klassischen 4 Schritte der gewaltfreien Kommunikation vor. Dann werden wir uns die 4 Schritte in Einzelteilen, also etwas näher ansehen und in gewisser Weise Tuchfühlung damit aufnehmen. Und da lade ich euch ein, teilzunehmen. Zu jedem dieser einzelnen Schritte habe ich mir eine Übung ausgedacht und ja, würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht. Generell diese 4 Spiegelstriche, die 4 Punkte, das sind die einzelnen 4 Schritte. Die zeitliche Abfolge geht ein bisschen anders. Aber ganz zentral in der gewaltfreien Kommunikation sind die Bedürfnisse. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Ich habe jetzt diese Reihenfolge gewählt, weil ich sozusagen von dem Wichtigsten oder meiner Meinung nach dem Wichtigsten dann weiter fortgeschritten habe. Also zentral sind Bedürfnisse, dazu sage ich später dann nochmal was, wie die oder was die gewaltfreie Kommunikation unter Bedürfnissen versteht. Gefühle sind ein ganz wichtiges Hilfsmittel, sind Hinweisschilder für Bedürfnisse.
Beobachtung ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und als letzten Punkt dieser vier Schritte stellt man in der Regel eine Bitte, formuliert man eine Bitte. Und da sage ich dann auch nochmal was zu, was da in der gewaltfreien Kommunikation damit gemeint ist. Okay, that's it. Darf ich? Ah, es funktioniert. Toll. So, ja, ich bin Ludger. Ich habe das Glück, zwei kleine Jungs zu haben. Bin Westfale und bin offiziell im Ostwestfälischen mittlerweile beheimatet, in der Nähe von Kassel, was eben nicht mehr Westfalen ist. Aber da wollte ich nochmal ganz kurz einen Querschlag zu Bielefeld und Digital Courage schlagen, weil die nämlich mir möglich gemacht haben, diese Handzettel zu kopieren, und dafür bin ich dankbar, und da wollte ich mal einen Dank aussprechen als Westfale. Jobmäßig mache ich irgendwas mit IT. Ich bin GfK-Fan, würde ich mal sagen, aber leider ein schlechter Praktizierer oder sagen wir mal ungenügender Praktizierer. Das hängt vielleicht auch mit meiner Anspruchshaltung zusammen, aber ich würde die GfK viel lieber noch mehr in meinem Alltag praktizieren. Ich habe bei einem GfK-Verein, stimmt nicht ganz, mal drei Wochenenden gemacht und war da ziemlich angefixt. Also hatte da ein Aha-Erlebnis, als ich glaube, von dem zweiten Wochenende nach Hause gekommen bin. Also das ist dann halt auch so in der Regel von Freitag bis Sonntag, war dann halt da auch in dieser Blase, wo alle dann besonders gutmütig und wertschätzend und rücksichtsvoll miteinander umgehen. Und in dieser Stimmung bin ich dann auch wieder nach Hause gekommen. Und dann gab es irgendwie wieder Stress, keine Ahnung, das war vor zwei Jahren. Irgendwie mein jüngerer Sohn war irgendwie im Wohnzimmer unten auf dem Boden. Ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall, mit diesem Wissen bin ich dann dahin und habe dann versucht, ihm Empathie zu geben, sich einzufühlen, dann versucht zu formulieren, wie er sich fühlt und so. Und das war ganz irre, weil da gab es dann so einen Klick, also irgendwie nach ein, zwei Minuten, wo der sich beruhigt hat und irgendwie ruhiger geworden ist und wir relativ miteinander gut miteinander sprechen konnten. Und das fand ich total flashend, weil ich dachte, das funktioniert ja. Und also nicht erst seitdem bin ich GfK-Fan, aber seitdem weiß ich sozusagen, dass diese Theorie auch einen praktischen Nutzen hat. Daraufhin habe ich mir viele Bücher bestellt, die in meinem Bücherregal stehen. Ich muss das machen, ne? Alles klar. GfK, habe ich schon gesagt, die Bezeichnung finde ich relativ irreführend. Wertschätzend finde ich besser, respektvoll, verbindend, achtsam vielleicht. Also das Gewaltfreie, das ist vielleicht ein bisschen so, dass man eine Assoziation hat, okay, jetzt fasst man sich nur noch mit Wattebäuschen an und sozusagen, das ist jetzt alles nur noch heiti-teiti und alle im siebten Himmel. So ist es nicht. Und wenn man GfK versucht zu praktizieren, dann ist es durchaus wahrscheinlich oder möglich, dass halt Konflikte erstmal hochkommen und sozusagen das dann eben nicht eine heile Welt wird. Und deswegen finde ich gewaltfrei sozusagen ist ein bisschen irreführend. Ich bin damit nicht so ganz warm geworden. Aber das ist sozusagen der offizielle Begriff. Der ist geschützt im englischsprachigen Raum. Heißt er dann eben Non-Violent Communication. Der Autor, der Marshall Rosenberg, sagt, das ist eine Sprache des Lebens. Und ich dachte immer, das wäre Sprache der Liebe. Sozusagen, ich hatte mir das nicht richtig gemerkt, aber das gibt nur mal ein bisschen so das wieder, was ich damit verbinde. Also ich fühle mich dann sehr aufgehoben und auch wertgeschätzt und gesehen. Nach so einem Übungswochenende, da kommt man dann immer so heile raus und denkt, ach ja, stimmt, ist ja alles gar nicht so schlimm und jetzt machen wir das mal. Und
Also die vier Schritte sind eine Technik, das ist wichtig zu wissen, sozusagen das ist nur ein Hilfsmittel. Die GfK, sozusagen da steckt noch mehr dahinter, aber also wir haben wirklich nur ganz kurze Zeit und ich muss da ein bisschen durchhuddeln. Ja, ich hoffe, ihr könnt einen Eindruck gewinnen. Genau, ich hetze durch die GfK, was eigentlich ein Widerspruch ist, naja. Elisabeth, Christian waren meine Trainer, Monika war die Trainerin von meiner Frau, da habe ich geklaut. So, Marshall Rosenberg ist ein amerikanischer Psychologe, ist vor 3 Jahren gestorben, ist ein Schüler von Carl Rogers, hat viel gemacht und ist halt auch selber, nachdem er sozusagen das, also erfunden ist halt in Anführungsstrichen, weil so viel Neues hat er nicht gemacht, sondern einfach bekannte Sachen zusammengetragen und das irgendwie in so ein Modell gegossen. Und hat dann selber auch, ist in Konfliktgebiete gegangen und hat wirklich das dann auch praktisch, was weiß ich, im Palästina-Konflikt hat er dann moderiert und war Mediator unterwegs, so auf dieser Schiene. Also der hat sich sozusagen auch schon gewissen Problemen gestellt. Ne? Also es war nicht nur Theorie. 1984 hat er sein Zentrum, das CNVC, gegründet. Und irgendwann ist das nach Deutschland rüber geschwappt. Und es gibt halt viele Angebote in Deutschland. Es gibt auch viele Websites dazu. Wenn einen das interessiert, gerne mal gucken. Hatte ich schon gesagt, oh cool, diese, ja. GfK ist ein weites Feld. Ich habe ein Centstück, eigentlich wollte ich Ihnen ein Centstück irgendwo hier im Raum verteilen. Dieses Centstück, das ist gerade diese Einführung, die ich mache. Ja, dann würde ich sagen, dieser Bühnenbereich, die Person, das ist so Einführungsthema. Die Halle ist so fortgeschrittene Einführung. Das Messegelände ist okay. Ich kenne mich jetzt aus, fühle mich einigermaßen sicher in der GfK. So, also um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was ich heute vorhabe. Darunter, was ist das? Schlaue Frage. Wer weiß es, wer weiß es? Ah, ich glaube, das mit den Übungen, das wird ziemlich gut klappen. Was ist das? Mag mir jemand diese Frage beantworten? Dieser Screenshot? Was? Ich höre nichts. Ja, genau, Lageplan, genau, das ist so, genau, das, eben das Messegelände. Und man könnte ja auch sagen, das ist der Kongress. Ja, natürlich ist das nicht der Kongress, der Kongress ist das hier. Ne? Also sozusagen wir, wie wir austauschen, wie wir Chunk trinken und irgendwann mal todmüde ins Bett fallen. Das ist nur irgendwie ein Bild und diese 4 Schritte, die ich euch vorstelle, das ist halt auch nur eine Landkarte, eine Technik, ein Modell. Aber das ist halt eben nicht die gewaltfreie Kommunikation an sich. Also das ist nur ein Modell, ein Schema des Kongresses und hat mit dem Kongress nicht so viel gemein. Und die 4 Schritte sind auch nur eine Technik. Das sind die 4 Schritte. In der GfK wird gerne, das heißt so Schlüsselunterscheidung, Dinge gegenübergestellt. Und diese Gegenüberstellung ist dann Beobachtung statt Bewertung, Gefühl statt Gedanke, Bedürfnis statt Strategie, Bitte statt Forderung. Dazu erzähle ich dann gleich auch noch mal ein bisschen was. Und das ist diese zeitliche Abfolge. Also so würde man einen GfK-4-Schritt vornehmen und nicht so, wie ich den eben aufgeführt habe. Ich mache auch nicht jetzt diese zeitliche Abfolge, sondern ich habe die Reihenfolge so gewählt, wie ich denke, dass sie, also welche Bedeutung die einzelnen Schritte in der GfK haben. Das Bedürfnis, denke ich, ist zentral. Und Rosenberg sagt, ein Konflikt oder ein Problem, ein Urteil, ein Vorurteil, entweder gegenüber mir selber oder gegenüber jemandem anders, ist immer irgendwie hängt mit einem unerfüllten Bedürfnis zusammen. Also da ist irgendwas, was in mir ist, was gerade nicht ausreichend versorgt ist, wo ich eine Lücke habe. Und wichtig zu wissen, ein Bedürfnis ist unabhängig von Person, Ort, Zeitpunkt, Handlung.
Bedürfnisse sind sozusagen allgemeingültig. Was sind Bedürfnisse? Zum Beispiel Sicherheit, Verständnis, verstanden werden, Autonomie, Lebendigkeit, so physische Bedürfnisse wie Hunger, Stillen, Schlaf, Spiritualität, sowas. Das sind Bedürfnisse und die sind unabhängig von Person, Ort, Zeit, Handlung. Alle Bedürfnisse sind gleichwertig, sozusagen. Ich kann nicht sagen, Spiritualität ist viel besser als Hunger und was weiß ich. Also sozusagen, die sind alle ebenbürtig und keins ist besser oder mehr wert. Was es oft gibt, also diese Konflikte, wenn die unerfüllte Bedürfnisse sind, so was ich auch aus meiner eigenen Lebensgeschichte kenne, dass ich zurückstecke. So, ach nee, macht man nicht, sage ich lieber nichts zu, gehe ich in den Konflikt, oh nee, lieber nicht. Das ist so ein ganz typisches Muster. Wenn man sich ein bisschen mit der GfK beschäftigt, dann denkt man, ach so, Bedürfnis, ich muss sozusagen das rausbringen, dann ist das sozusagen, rebelliert man, dann sage ich, nein, aber das ist mein Bedürfnis, ich brauche jetzt was zu essen, ich habe Hunger. Dann ist das so auflehnen. Was GfK möchte, ist sozusagen eine Synthese schaffen von Bedürfnissen wahrnehmen, aber also meine Bedürfnisse, aber auch die Bedürfnisse des Gegenübers. Und Rosenberg sagt dazu, das ist eine emotionale Befreiung. Und ich habe das in diesen Einführungswochenenden in der Tat auch so erlebt. Also dass es was Befreiendes hat. Ja, und auch dieser Moment mit meinem Sohn da, wo ich dann sagte, das funktioniert. Das war eine Art von Befreiung. Okay, jetzt wird's spannend. Zu Bedürfnis wollte ich halt eine Übung mit euch machen. Dafür gibt es genau diese DIN A4-Zettel, die ich mehrheitlich hier in dem Block hier vorne verteilt habe. Und da würde ich euch bitten, guckt euch den Zettel an, wählt zwei Bedürfnisse aus, die gerade für euch erfüllt sind. Also wo ihr denkt, ah ja, genau, das ist ja, das passt, das ist gut, damit werde ich warm, das passt gerade zu mir. Und wenn ihr das gemacht habt, würde ich euch bitten, euch mit euren Nachbarn auszutauschen. Lieber Zeitgeber, der, genau, wie bin ich in der Zeit? Alles klar, danke. Könnt ihr mir mal bitte ein Zeichen geben, wenn ihr sagt, ich habe was oder bin da, habe mir was ausgewählt, bin ausreichend versorgt? Genau, bitte die Hand heben. Okay. Die nicht die Hand heben. Möchte nicht mitmachen. Okay. Ja, alles klar, super. In den zweiten Block heben sie auch sogar Leute in die Hand. Ja, ich bin schwer begeistert, super, cool. Okay, ich gehe mal weiter. Fände ich gut, wenn ihr euch austauscht, also welche habt ihr ausgewählt, warum, wie und vor allen Dingen, woran machst du das fest, dass jetzt dieses Bedürfnis bei mir ausreichend berücksichtigt ist, ausreichend erfüllt? Ja, genau, ihr, also mit deinem direkten Nachbarn,
drei, vier Leute, die ihr zusammensetzt? Licht. Okay. Wer fühlt sich ausreichend ausgetauscht? Vielleicht auch noch mal kurzes Handzeichen. Ah, das sieht schon ziemlich gut aus. Ich warte noch ein paar Sekunden. Also was ich gerade schon festgestellt habe, ich habe einen großen Fauxpas begangen. Ich habe die Bühne verlassen und natürlich aus Datenschutzgründen ist das nicht so prickelnd, hier durchs Publikum zu laufen. Sorry. Was ich aber sehr schön fand jetzt, ich habe hier ganz schöne Wörter gehört, die mich sehr gefreut haben. Irgendwie sowas wie Wärme, nach Hause kommen. Ich lerne was, weiß nicht. Also das war schon mal sehr schön, hier durch die Reihen zu wandeln und da ganz, ja, für mich positiv konnotierte Dinge zu hören. Also was ihr hoffentlich jetzt gemerkt habt, sozusagen, woran merkt man, dass das ein Bedürfnis erfüllt ist. Also ich hoffe, das ist sozusagen jetzt in der Übung ein bisschen klar geworden. Erfüllte Bedürfnisse, also die kein Loch haben, wo ich nicht denke, okay, jetzt da fehlt mir irgendwas, die machen in der Regel ein angenehmes Gefühl. Da fühle ich mich wohl, lebendig, warm, offen. Das ist sozusagen, ich fühle mich irgendwie gut. Unerfüllte Bedürfnisse, da das sind unangenehme, negative Gefühle, da, ja, da merke ich so, ach, ja, schlecht geschlafen, mit dem falschen Fuß aufgestanden, oh nee, der nicht schon wieder. Da sozusagen, da fehlt irgendwas bei mir, da ist irgendwas nicht in der Waage, sag ich mal. Und insofern sind Gefühle halt ein ganz wichtiger Punkt im Rahmen der GfK, weil die sind nämlich Hilfsmittel, Hinweisschilder auf Bedürfnisse. Also sozusagen, das ist total sinnvoll und hilfreich, wenn ich guten Kontakt zu mir selber habe und weiß sozusagen, also erstmal merke, okay, irgendwie, ich fühle mich nicht so gut
Und dann im besten Falle auch noch merke, okay, was ist denn das jetzt? Wo kommt denn dieses unangenehme Gefühl her? Und diesen Gefühlen halt nachzuspüren und hinterherzugehen, weil die sind Hinweisschilder auf Bedürfnisse. Und nur wenn man sozusagen weiß, das Bedürfnis steckt vielleicht dahinter oder das steckt dahinter, dann hat man die Chance, dem auch eine Chance zu geben, das zu erfüllen. Genau. Auf sich selber hören. Beispiele für Gefühle hatte ich hier. Froh, traurig, ängstlich, lebendig. Das ist vielleicht dann auch eher wieder ein Bedürfnis statt eines Gefühls. Die Schlüsselunterscheidung zwischen Gefühl und Gedanke in der gewaltfreien Kommunikation, also wir sind ja oft auch verkopft und gerade hier auf dem Chaos Communication Congress, sozusagen ist ja Wissenschaft und Argumentation und was weiß ich nicht, 0-1, fließt Strom, Ethernet 1-0 an, aus, sozusagen das ist total wichtig, aber in der GfK geht es sozusagen, also das ist nicht unwichtig, aber in der GfK ist sozusagen der Schwerpunkt anders, da geht es halt darum, in Kontakt zu treten und sich mit dem Gegenüber eine Verbindung aufzubauen und das passiert halt, also wir sind alle soziale Wesen auf einer emotionalen Ebene. Und die Gefühle sind halt dafür wichtig und da ist es wichtig, sozusagen auf sich zu achten. Und in dem Sinne steht halt der Gedanke als Kontrapunkt dagegen. Ja, also Gefühl gegen Gedanke. Der Gedanke leitet mich sozusagen weg von meinen Gefühlen. Ich kann stundenlang darüber nachdenken, ja, warum geht es mir denn jetzt so? Also, aber dann weiß ich immer noch nicht, spüre ich die Trauer nicht sozusagen oder was auch immer, oder die Fröhlichkeit oder so. Ich habe gerade mit meinem Stage Manager ein kurzes Gespräch geführt. Ich skippe diese Übung. Ich bin heute noch da und auch die nächsten Tage. Ihr dürft mich gerne kontaktieren. Eine zweite Übung mache ich gleich noch. Also ich hatte eigentlich 4 Übungen geplant. Ich mache nur 2. Ein anderer wichtiger Schritt ist die Beobachtung und da gibt es auch wieder diese Schlüsselunterscheidung, Beobachtung statt Bewertung. Passiert halt auch relativ schnell, automatisch, also das ist ganz natürlich und normal, dass wir automatisch bewerten. Also ist total hilfreich, wenn ein Löwe vor mir steht, dann sagen wir, ja, ich beobachte erstmal, ziemlich lange Haare, ja, könnte sein, ist das wirklich ein Löwe? Warte mal, ich gucke nochmal näher hin, dann ist es vielleicht schon zu spät. Warum ist die Beobachtung in der GfK wichtig? Weil sie versucht, das ist der erste Schritt, sie versucht halt einen Konsens aufzubauen. Sozusagen das ist der Einstiegspunkt in die Kommunikation. Und wenn beide Parteien sagen, ja genau, so ist das, dann ist das halt eine gute Basis fürs Fortschreiten. Ja, wenn ich sage, das ist der Sinn ist der gemeinsame Einstieg, übereinstimmende Beobachtung zwischen 2 Personen und auf dieser Basis können wir weiter miteinander reden, miteinander sprechen. Die Beobachtung, wie funktioniert das? Also da gibt es dann Kürzel CDF, Zahlen, Daten, Fakten. Kann man sich vorstellen, also wie mit einer Kamera und mit einem Mikro gucke ich mir das an und dann versuche ich das irgendwie zu beschreiben. Also alles, was man so mit Sinn formulieren kann, das ist eher eine Beobachtung. Und hierzu gibt es auch wieder eine kleine Beobachtungsübung. Da bitte ich euch alle erstmal, euch hinzusetzen. Das hat schon mal funktioniert, danke. Jetzt formuliert mal, also ich glaube, hier gibt es ja auch irgendwo so Bühnensaalmikros oder sowas, ne? Weiß ich nicht. Versucht mal eine Beobachtung zu formulieren, entweder zu dem Vortrag, zu dem Vortragenden oder zu dem hier drumherum. So. Und ja, das wäre jetzt cool, wenn jetzt irgendjemand irgendwas formuliert. Da gibt es eine Wortmeldung. Jetzt weiß ich nicht, mit Mikro gibt es hier irgendwie sowas. Hatte ich, glaube ich, nicht angekündigt, deswegen mein Fehler. Da ist ein Saalmikro, aber hier vorne ist eins verteilt. Ja? Gibt's? Das funktioniert noch nicht. Ich weiß nicht, welche Nummer da drauf steht. Mein Fehler. Das ist Mikro Nummer 6, bitte mal auf die Anlage schalten.
Test? Ja, es klappt. Der Vortragende benutzt sehr viel seine Hände beim Reden und achtet darauf, die Zuschauer mit einzubeziehen. Okay, so, jetzt, super, hier steht schon mal jemand auf. Genau, also alle, die das für nicht für eine Beobachtung, sondern für eine Bewertung, also eher, ne, das ist nicht immer 0 und 1, nicht 100% und 0%, also eher für eine Bewertung oder nicht eine Beobachtung, rein Beobachtung halten, die stehen auf. Ja, steh auf. jetzt hier, das kommen wir. Genau. Alles klar. Von den aufgestandenen Personen wäre jetzt der Wunsch, meine Bitte sozusagen, wie könnte man diese Beobachtung umformulieren, sodass sie noch beobachtender wird? Genau. Also der Vortragende, wie hattest du das formuliert? Der Vortragende bewegt viel seine Hände und versucht die Zuschauer mit einzubeziehen. Ah, und versucht die Zuschauer mit einzubeziehen. Okay. So, jetzt, wer mag von den Aufgestandenen was anderes probieren? Hier gibt's bitte Reihe 2. Alles klar. Ja, vielen Dank. Guter Hinweis. Also für den Stream soll ich nochmal erwähnen, wie viele jetzt aufgestanden sind. Ich würde mal sagen, hier in dem vorderen Block 30 Personen von vielleicht 200, sage ich mal so. Und der hintere Block ist vielleicht eingeschlafen. Nein, ich tue euch Unrecht, Entschuldigung. Nein, also, ja, danke. Genau. Okay, hier, Vortragende bewegt viel die Hände und versucht die Zuschauer mit einzubeziehen. Genau, sehr viel war, glaube ich, das. Genau, deswegen bin ich aufgestanden. Der Vortragende bewegt seine Hände beim Reden und versucht, Leute einzubeziehen. Oder irgendwie. Ach, ich liebe euch. Okay, jetzt stehen vielleicht ähnlich viele, vielleicht ein bisschen weniger auf, sogar in den Hinterritt rein. Also macht euch bemerkbar. Ganz hinten da wedelt jemand mit der Hand. Da, ja, genau die kann ich gerade nicht sehen. Ja, genau die. Die Person. Ist das? Also ich würde sagen, der Vortragende bewegt seine Hände und bezieht die Zuschauer mit ein. Spannung, Trommelwirbel. Bewegt seine Hände. Dann hinten steht auch noch jemand auf. Jetzt steht nur eine Person, aber hier vorne steht auch noch einer auf. Also ich würde es reduzieren auf der Vortragende bewegt seine Hände. Viel. Vielleicht noch. Was? Viel? Oder was war das? Bewegt seine Hände? Viel. Genau. Und hier vorne stehen sofort 10 Leute wieder auf. Sehr gut. Fantastisch. Okay, du warst hier blau vielleicht. Also ich kann leider nicht so viel in den Saal reingucken, deswegen bin ich wahrscheinlich ein bisschen ungerecht den hinteren Reihen gegenüber. Naja, also dieses Viel ist ja irgendwie was Kulturelles. Es gibt ja Spanier. Für den Spanier ist das ja irgendwie stillstehen. Deswegen würde ich sagen, der Vortragende bewegt seine Hände mehr, als ich es gewöhnt bin. Und dann war noch der Teil mit und versucht, andere einzubeziehen. Wir wissen ja gar nicht, ob der das versucht. Vielleicht macht er es aus Versehen. Und da würde ich auch wieder auf meinen Standpunkt gehen. Ich fühle mich einbezogen. Okay. Vielen Dank. Also ich würde es an dieser Stelle einfach mal abbrechen und einen Cut machen. Super. Vielen, vielen Dank. Also fand ich halt auch fantastisch. Also dieses Besuch bewegt sehr viel und viel. Also sehr, was heißt sehr, was heißt viel, bewegt seine Hände, war da hinten nochmal der Vorschlag. Das kann man halt beobachten mit einer Kamera. Ja, also da bewege ich meine Hände, ja, das stimmt. Bewege ich meine Hände viel? Ist das viel oder ist das viel? Keine Ahnung. Also versucht einzubeziehen. Ja, ist auch schon sehr, also sehr individuell geprägt. Ne? Also wahrscheinlich mache ich das aus Versehen, also gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Also auch dieser
Schritt, also eine Beobachtung, eine gute Beobachtung zu formulieren, ist nicht so einfach, wie man denkt. Also insbesondere so eine, wenn es so und so irgendwie schon in so eine angespannte Situation reingeht, irgendwie, ach, schon seit 3 Wochen grüßt er mich nicht mehr und irgendwie, der hat mich auf dem Kieker, was weiß ich. Und dann eine Formulierung zu finden, wo der andere sagt, ja, genau, ja, stimmt. Also das ist der Sinn von der Beobachtung, diesen Konsens zwischen den Parteien, den Einstieg zu finden. Dankeschön für die Beteiligung. Der vierte und letzte Schritt ist die Bitte. Die Schlüsselunterscheidung ist dazu die Forderung. Und was ist im Sinne der GfK eine echte Bitte? Das ist ein Wunsch und eine ergebnisoffene Herangehensweise. Also ich muss echt, und das auch so vermitteln können, echt dem anderen die Wahl lassen. Sozusagen, entspricht er der Bitte oder entspricht er der Bitte nicht? Ja? Also das ist sozusagen, ich gebe da das Schicksal in die Hände meines Gegenübers. Wenn ich das nicht mache und da auch nicht echt dahinter stehe, dann merkt mein Gegenüber das auch so. Also da ja, ist zwar als Bitte formuliert, aber irgendwie ist nicht da. Ne? GfK sagt, eine Bitte soll konkret sein, ganz spezifisch formuliert, positiv formuliert, mach das und das und ich mach das und das nicht. Und erfüllbar, und zwar sofort im besten Sinne erfüllbar. Also, dass auf diese Bitte sofort irgendwie was passiert. Und ich kann im klassischen Sinne nach einer Handlung bitten. Bitte kannst du die Mateflasche in diese Kiste stellen. Das ist eine Bitte nach einer Handlung. Ich kann nach dem Verständnis bitten, und zwar könntest du du mich verstehen, genau, könntest du bitte das wiederholen, was du gehört hast. Also so paraphrasierenmäßig aktives Zuhören. Der andere spiegelt das wieder, was ich gesagt habe, oder ne, dann merke ich, aha, bei dem ist das und das angekommen. Oder du mich, ja, ich glaube, das ist der zweite Punkt, ich dich, ne? Das ist ein Beispiel für den zweiten Punkt gewesen. Und du mich, sowas wie, wie geht's dir damit? Sowas, also, könntest du mir bitte sagen, wie du dich aktuell fühlst oder wie geht es dir? So. Ja, also es sind klar klassische Sinn, ich kann nach einer Handlung was bitten, aber eben auch nach dem Verständnis, um diesen Kommunikationsprozess irgendwie am Laufen zu halten oder auch nochmal tiefer reinzugehen in irgendein Problem oder eine Unstimmigkeit oder wie auch immer. Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Überspringe ich auch. Die 4 Schritte der GfK sind halt Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte. Jetzt haben wir zur Beobachtung eine Übung gemacht, zur Bedürfnis eine Übung, leider zu den anderen nicht. Kleines Beispiel, was genau, ich hatte mir ausgedacht, mein geliebter Sohn, den ich ja schon erwähnt hatte, er ist jetzt morgens, wenn es zur Schule geht, jetzt nicht unbedingt so der Schnellste. Das war keine Beobachtung, das war eine Bewertung. Dann zieht er sich manchmal um, also oder relativ spät, und dann liegt entweder die Unterwäsche noch im Badezimmer oder sowas, dann liegt die Unterhose da. Ich sehe, die Unterhose liegt neben dem Wäschekorb. Da fühle ich mich, ja, es geht so ein bisschen so in traurig, aber traurig ist ein bisschen zu stark. Also ich bin vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, verärgert. Ja, ich brauche Ordnung und gerade wenn wir morgens das Haus verlassen, hinterlasse ich gerne ein aufgeräumtes Badezimmer. Könntest du bitte die Unterhose
in den Wäschekorb befördern. banales Beispiel, ungefähr so. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich bei Gefühl, achso, jetzt darf ich das mit der Kamera machen, bei Gefühl so ein bisschen geschlittert bin. Wenn ich sage, ich bin enttäuscht oder so, das ist halt auch kein originales Gefühl oder Primärgefühl. Ne? Also Gefühle sind froh, traurig, Wut, Angst, ja? Also so Basalgefühle. Und da wirklich nah an den Kern des Gefühls zu kommen, ist auch gar nicht so einfach. Ne? Also es gibt fantastische Übungen und also unendlich viel Material und coole Anbieter und coole Wochenenden. Das ist mein Fazit in Anführungsstrichen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen meine Begeisterung für die GfK ein bisschen näher bringen und hoffe, dass ich bei dem einen oder anderen da ein bisschen was angepiekst habe und vielleicht ein weiteres Interesse oder so was geweckt habe, dass sich jemand damit noch mehr auseinandersetzen möchte. Da steckt hinter diesem ganzen Begriff viel drin. Also ich hatte das nochmal gesagt am Anfang mit dem Centstück. Also wir haben jetzt heute ein Centstück gemacht oder vielleicht ein halbes Cent oder so, keine Ahnung. Wesentlich geht es um die Haltung, also das zu erlernen, mit sich selber gut in Kontakt kommen, ist total hilfreich, viel Selbstempathie. Wenn ich die habe, dann kann ich halt auch gut mit meinem Gegenüber in Kontakt kommen. Das scheitert in der Regel bei mir sozusagen. Meine Selbstempathie ist jetzt, sag ich mal, okay, also ist schon besser, aber würde ich sagen, jetzt nicht zu 100% ausgeprägt. Da gerate ich insbesondere im Konflikt mit den Kindern oder mit meiner Frau immer schmerzlich an meine Grenzen. Marshall Rosenberg sagt, diese vier Schritte sind total simpel, total einfaches Konzept. It's simple, but not easy. Die Umsetzung braucht viel Übung und dass das dann in Alltag übergeht, ja, das ist schon eine Herausforderung, aber ich glaube, das lohnt sich, diesen Weg gehen zu wollen. So, that's it, glaube ich, oder? Ah, das sind, ja, Worte sind Fenster, das ist in dem Buch von Marshall Rosenberg, in dem Buch zu gewaltfreier Kommunikation, hatte ich nochmal, sie verurteilen uns oder sprechen uns frei. Auch da wieder sozusagen diese emotionale Befreiung. Und versucht doch bitte durch meine Worte hindurchzuhören. Also was steckt dahinter? Bis zu den Gefühlen, die wir gemeinsam haben. Dass man sich dann in der Kommunikation doch trifft. Also ich fand das ganz nett. Ja, Worte können verbinden oder trennen. Und in der gewaltfreien Kommunikation geht es um Verbindung, um eine Sprache des Lebens, um Kontakt. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank an Ludger. Wir haben tatsächlich noch ein paar Minuten. Wenn jemand von euch noch spezielle Nachfragen hat, dann wäre jetzt die Zeit dazu. Ja, gleich da drüben, bitte. Okay, ich hätte die Frage, wo siehst du die Grenzen der gewaltfreien Kommunikation? Und da würde ich vielleicht gleich das Anwendungsbeispiel hinterher schieben, zu dem es heute schon einen Vortrag gab. Wie würde gewaltfreie Kommunikation aussehen, wenn ich den Polizeibeamten vor meiner Wohnungstür mit dem Durchsuchungsbeschluss in der Hand habe, der sagt, ich habe das Bedürfnis, in deine Wohnung reinzukommen? Ja, also das Bedürfnis, in eine Wohnung reinzukommen, also das ist halt kein Bedürfnis, ne? Bedürfnis ist, was weiß ich, Verständnis, Sicherheit. Sicherheit wäre ein Bedürfnis von dem Besuchten. Sehr spannend. Also ich bin echt ein GfK-Laie, würde ich sagen. Ne? Also ich kenne auch nur ein Centstück. Deswegen ist es ein schwieriges Thema, aber gerade Macht und GfK
ist ein eigenes Thema in dieser GfK-Welt und auch ein sehr spannendes. Auch, was weiß ich, beim Arbeitgeber, in der Schule, ne, gibt es halt auch asymmetrische Verhältnisse. Und gerade sozusagen, was Staatsgewalt angeht, auch schwieriges Thema. In meiner Naivität würde ich sagen, oder so vielleicht meiner Hoffnung, ich würde sagen, ich sehe gar keine Grenzen bei der gewaltfreien Kommunikation. Aber klar, da gibt es sozusagen irgendwelche Gesetze, die irgendjemand gemacht hat. Da hat man natürlich erstmal schlechte Karten, würde ich sagen. Ne? Keine Ahnung. Also es gibt ja sozusagen diese Handlungsempfehlungen, wie man sich sozusagen bei einer Durchsuchung verhalten soll. Und das ist sozusagen das Billigste, was ich dazu kenne. Also ich bin kein Fachmann, aber dieses Thema Macht und gewaltfreie Kommunikation finde ich auch sehr spannend. Also bei mir jetzt eher im Arbeitskontext. Arbeitgeber, Chef, Mitarbeiter, so. Also. Alles klar, danke. Herzlichen Dank. Da kommt noch eine zweite Frage. Bitte schön. Ich wollte da vielleicht nur drauf, auch ein bisschen darauf antworten. Man kann... direkt so ins Mikrofon. Okay. Man kann ja zum Beispiel auch versuchen rauszufinden, wenn die Gegenseite nicht kooperativ ist und nicht gewaltfrei kommuniziert, was denn ihr Bedürfnis ist. In dem Beispiel da, was möchtest du denn gerne hier mit deinen 6 Mann? Und die Antwort ist ja, ich hätte gerne deine Festplatten. Und dann sagst du, ja, okay, ich gebe dir alle meine Festplatten, dann musst du die 120 Quadratmeter nicht alle durchsuchen. Vielleicht kommt man dann ins Geschäft. Also probieren kann man es immer. Ja. Also ich war noch nicht in der Lage, deswegen bin ich auch da Laie. Gut, weitere Fragen noch? Ein paar Minuten haben wir noch. Hier vorne, ja, ich helfe einfach mal bitte. Wenn man eine Beobachtung formuliert, dürfte man ja eigentlich nicht wirklich Adjektive verwenden, weil sie ja immer eine Bewertung beinhalten, oder? Ja, vielleicht, ja. Also es geht halt nicht unbedingt sozusagen, also nicht alles auf die Goldwaage zu legen, sondern worum es da geht, ist halt dieses gemeinsame Verständnis, also diese Eröffnung der Kommunikation der Kommunikation einen Weg zu bereiten. Und wenn mein Gegenüber sozusagen mit dem Adjektiv halt auch kein Problem hat, ne, was soll's, ne? Also ich sehe die Unterhose neben dem Wäschekorb liegen, da steckt kein Adjektiv drin, das stimmt, aber ich sehe die dreckige Unterhose neben dem Wäschekorb liegen, wenn mein Sohn sagt, ja stimmt, die ist dreckig, die habe ich schon angezogen, dann schadet das Adjektiv nicht. Also tendenziell ja, aber es ist nicht 1-0, ne? Also sozusagen, es geht darum, den Boden zu bereiten. Oh, sorry, ich kann nicht verstehen. Moment, ich komme nochmal. Das Beispiel bezog sich eher auf das Gestikulieren, zum Beispiel mit den Händen. Der Sprecher gestikuliert viel. Ja. Wie würde ich das denn ohne dieses viel ausdrücken? Genau, müsste ich eigentlich immer nur von meinem Empfinden reden. Könnte aber nicht sagen, es hat den Anspruch, eine objektive Beobachtung zu sein. Genau, Objektivität gibt es so und so nicht. Also selbst in dem Kontext. Ne? Also wenn ich das beobachte und formuliere wie eine Kamera, also selbst das ist nicht objektiv. Also das geht nicht sozusagen. Das ist immer aus mir selbst heraus. Es ist immer subjektiv. Also Objektivität gibt es nicht per se. Und da geht es darum, komme ich dadurch in Kontakt? Also wenn ich mich jetzt an dem Viel nicht störe, benutzt seine Hände viel, sehr viel. Ja, stimmt, genau, der benutzt seine Hände sehr viel. Okay, ja. Ja. Also, wenn wir darüber übereinkommen, ich benutze meine Hände sehr viel, genau, sehr gut beobachtet. Okay, was möchtest du mir teilen? Gut. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Eine drängende? Natürlich, es sind nur eine letzte Fragen. Können wir noch beantworten. Ja, das Mikrofon dort drüben bitte.
Hallo, also es ist nicht drängend, aber ich würde gerne nochmal auf das Thema mit der Grenze eingehen, weil ich finde, GfK hat eine ganz klare Grenze, wenn es um Hausdurchsuchungen geht. Du hast es ja auch gerade angesprochen, das Thema Macht. Also wir haben, wenn wir mit strukturellen und institutionellen Gesetzen sind, können wir klarkommen und sagen, hallo, ja, und wir würden da jetzt gerne drüber reden, das nützt natürlich überhaupt nichts. Also ich finde auch nochmal da ganz klar deutlich zu machen, dass die Idee von GfK ja auch eine zwischenmenschliche ist, die sozusagen dann ne, im Fortbestehen irgendwann Einfluss hat auf eben, sei es mein Arbeitsplatz, auf Institutionen oder auch strukturelle Veränderungen, aber im ersten Schritt ist und bleibt sie so der Cent. Also daher war mir das jetzt nochmal so ein Bedürfnis, das klarzustellen, weil das finde ich echt ganz wichtig, dass uns das so klar ist. Genau, und dann wäre vielleicht im 28. Schritt eine Gesetzesänderung oder was weiß ich. Ne? Also, ja, genau. 28 Trilliardenste, genau, was weiß ich. Ja, dankeschön. Gut, herzlichen Dank, Ludger.